Regenschirm. Okay, dann benutze Regenschirm mit Regen, ne? Da drin scheint eine Menge los. Ich kann auch Schreie hören. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es etwas mit mir zu tun hat. Aha, das ist die Polizeistation. Okay. Wir sollten hier schnell verschwinden. Eingang. Wissen. Ich weiß, ich hatte nicht gerade viele gute Ideen in der Vergangenheit, aber das ist wirklich eine dumme Idee. Die sind bestimmt schon auf der Suche. Polizeiwache. Die Tür ist abgeschlossen. Aha, immer noch viel los. Polizeistation, Schild. Ich habe keine Zeit. Die Schilder sind ja wie denn? Ja, nee, aber wie sollen wir denn hier raus? Aha. Ah, ich verstehe. Regenschirm? Feuerleiter? Geschafft. Der schmeißt aber auch alles weg. Hotel. Apartment 1F, 1G, Leiter. Es ist abgeschlossen. Türklingel. Alter, was ist das für eine Türklingel? Gerade keiner zu Hause. Abgeschlossen. Boah, ich habe so eine ähnliche Klingel und die sind so ätzend. Aha, aha. Teppich. Wäsche. Das Waschmittel riecht wie zu Hause. Ich bin noch immer noch nicht sicher, ob ich die ganze Situation begreife. Es verwirrt mich mehr als alles andere. Super schicke Hose. Wer auch immer hier wohnt, hat einen exzellenten Geschmack. Teppich. Schöner, dicker Teppich. Super schicke Hose. Aber er nimmt nichts davon mit. Aha. Teppich. Was können wir denn mit dem Teppich machen? Oh. Ist abgeschlossen. Okay. Apartment. Giftiges Efeu. Hier mit einem Teppich. Okay, also wir müssen hier mal. Dann schauen wir nochmal oben auf dem Dach, was da passiert, wenn wir in die Zeit zurückreisen. Aha. Super schicke Hose. Polyester unzerstörbar. Loch im Dach. Lampe. Aha. Die Klinke fehlt. Fenster. Kein wirklich schöner Ausblick, nur noch mehr Apartmenthäuser. Es ist schon ein Wunder, dass sie überhaupt nicht reinkommt. Tür. Schlüssel ist abgebrochen. Okay. Vorhänge. Tapetenkleister. Erstmal irgendwo einbrechen und alles klauen, was es gibt. Tapete.
Ich finde die Tapete total. Aha, okay. I don't know. Und hier ist doch die Tür. Lampe. Ah, hier ist ein Schlüssel. I don't know what to do. Immer noch. Okay. Hier ist keine Klinke, die wir mal eben. Ist voll der Brainfuck. Wichtig ist die Hintertür. Ist die in der anderen Realität? Ah, hier haben wir ja das Licht geholt. Vielleicht, wenn wir den Teppich. Aha. Kann den Stacheldraht nicht erreichen. Und wenn wir es in der Garagentür, Fenster. Das macht ihn wahnsinnig, die Stille. Das ist ja auch The Silent Age, Mann. Der Eingang ist zugenagelt. Ich kann mir zwar vorstellen, warum die das gemacht haben, aber eigentlich will ich nicht darüber nachdenken. Offene Autotür. Ein Knüppel. Ich steige nicht in einen Wagen mit Toten ein. Das ist eine meiner Regeln, mit der ich bisher gut gefahren bin. Knüppel. Fenster, Fenster, Eingang. Wofür brauchen wir denn einen Knüppel? Knüppel. Okay. Das Problem ist nicht das Werkzeug, sondern seine Arme. Okay.
er kommt immer noch nicht ran, ne? Knüppel und Tür. Knüppel und Efeu. Okay. Mir fällt auch keiner ein. Okay. Aha, und jetzt ist das Efeu tot. Wir sind Efeu-Mörder. Wir haben eine Klinke. Die können wir da drin benutzen, ne? Klinke. TV. Kein Strom. Ich habe eh keine Ahnung, was ich schrauben würde, selbst wenn Strom wäre. Wahrscheinlich die Wiederholung. Vordere Tür. Ah. Auf Müll und ein Fenster. Das Fenster wird von einem Ast blockiert. Okay. Aha. Moderne Kunst. Ich verstehe es nicht. Couch Potato. Regierung bestreitet jede ernsthafte Bedrohung und dass wir den ganzen Morgen über tödliche Zwischenfälle berichten, ist absoluter Zufall und hat keinerlei Bezug hierzu. Aha. Irgendwas ist jetzt schon am Laufen. Eine Verschwörung. Eine Lampe. Moderne Kunst. Noch mehr moderne Kunst. Vordere Tür. Okay. Jetzt sie wieder zu. Was soll denn das? Da traf ich mich. Eine Zugknüppel mit Fenster. Kaputtes Fenster. Teppich. Der Eingang. Schauen wir uns erstmal in der Vergangenheit um. Fleischerhaken. Okay. Durchgang zur Vorderseite des Krankenhauses. Das elektronische Schloss ist an dem Zaun, wo schon vor Jahren seinen Dienst eingestellt haben. Okay. Zerbrochene Scheibe. Da ist etwas Rundes unterm Dreck. Aber es ist total mit Staub und Schmutz bedeckt. Fleischhaken. Dann machen wir das mal so. Ventilator. Okay, hier ist das Runde nicht. Knopf.
Hey, es hat die Tür geöffnet. Wahnsinn. Metzgereischaufenster. Das ist eine Metzgerei. Ich weiß zwar, dass die Immobilienpreise in der Stadt am Anschlag sind, aber wer um Himmels Willen würde eine Metzgerei direkt neben einem Krankenhaus eröffnen? Tja. Flasche Terpentin. Farbeimer. Das ist ein Eimer Farbe. Du drehst dich einfach weiter, oder? Zugluft vom Abwasserkanal. Er sucht jemanden. Bundesweite Suche hört sich nicht gut an. Verschlossener Container. Wir haben einen Fleischhaken. Okay. Wie sieht's denn hier in der Vergangenheit aus? Es rasselt in der Kiste. Okay. Nicht. Eine Leiche. Ein Feuerzeug, aha. Ein Hornissennest. Er geht nicht heran, er reagiert allergisch auf ihn. Okay. Farbeimer. Die Farbe ist komplett ausgetrocknet. Den können wir nicht mehr. Schild. Hornissennest und rein können wir auch nicht mehr. Vielleicht können wir aber mit dem Haken das hier öffnen. Okay. Okay. Staub. Ah, das Feuerzeug ist leer und ich sehe auch nicht. Ja, aber da war doch Terpentin, hätten wir damit das Feuerzeug nicht auffüllen können. Weiß ja nicht. Hier ist Terpentin. Nee, wir wollen nur das Feuerzeug mit dem. Wie soll denn das gehen? I am very confused. Confucius sagt, es ist verschlossen. Ja, also so langsam. Würden mir die Ideen ausgehen.
Manager, Biohazard Ventilator. Da können wir nichts machen. Mülleimer. Da liegt ein Wesen. Her damit. Toll. Erstmal Müll wühlen. So, jetzt kannst du das wegfegen. Hoffe ich. Eine Stange. Es ist bestimmt Jahre her, dass das noch funktioniert hat. Schutt. Okay, da kommen wir nicht durch. Da geht's auch nicht lang. Das verdammte Ding nicht sehen. Fühlt sich an wie Metall. Hier, wir stellen uns direkt daneben. Bitschalter. Runtergekommen. Jetzt haben wir eine Stange. Okay. Der Eingang ist versperrt. Okay. Haben wir eine Stange? Das will er nicht. Das macht keinen Sinn. Viel zu schwer, um es anzuheben. Okay, kein Krach machen. So, vielleicht so. Aha. Eine Knochensäge. Ich verstehe. Aber ich weiß nicht, ob man damit Metall sägen kann. Kanalisationsalligator. Zu dem Thema habe ich meine TV-Reportage gelesen. Okay. Ist ein bisschen kompliziert mit dem Hin- und Herreisen, aber kriegen doch schon hin. So, bitteschön. Ja, jetzt ist die Säge weg. Ah, was soll's, sie ist kaputt.
Ja, und wir heben erstmal die Spitze auf. Schutt. Landstreicher. Okay, können wir nicht mit dem Abfluss. Ah ja, genau. Wir hören auch die Hornissen. Versperrter Durchgang. Okay, man kann nur mit der Spritze Terpentin wahrscheinlich aus der Flasche ziehen. Anders geht's nicht. Unmöglich. Die gleichen Brainfucks so oft, wie wir hin und her reisen. Und auf einmal geht's. Ja, beim ersten Mal, ich brauche unbedingt Sonne. Ich brauche Sonne. Ja. Geht das nicht? Aber schön, dass sie einen Text dafür haben. Wofür haben wir denn das Terpentin jetzt? Wozu brauchen wir das? Das kann ich nicht. Wofür brauchen wir Feuer? I don't know. Brauchen wir hier für irgendwas Feuer? Uli. Zurück können wir nicht. Für was braucht man denn bitte Feuer hier? Hier unten irgendwas zum Ankugeln oder so? Und welche ist es? Okay, jetzt haben wir hier brennender Schutt. Was sollte? Ja, okay, er wollte wahrscheinlich die Hornissen verjagen. Tipp ich mal. Reception. So. Jetzt sind sie weg. Haupteingang Krankenhaus.